Hallo ihr Lieben, ich habe wieder einiges aufgebraucht, also an kosmetischen Produkten, und ich möchte mal wieder aufgreifen, dass ich euch auch Dinge zeige, die ich durchgelesen habe und euch dazu erzähle, wie ich sie fand, und auch noch ein paar Filme, die ich mir angeschaut habe. Also wird das wie eine Art vollständige Review zu ein paar kosmetischen Produkten, zu Büchern und zu Filmen. Also falls euch das interessiert, dann bleibt doch dran. Fangen wir mit den kosmetischen Produkten an, und das ist allerhand. Also ihr seht, der ganze Beutel ist zum Bersten voll und ich bin froh, wenn ich ihn leeren kann. Und ich werde jetzt einfach mal reingreifen und irgendwas dazu sagen. Das erste Produkt ist diese Tönung hier, und zwar von Brilliance, also von Schwarzkopf, ist wahrscheinlich vielen bekannt. Und die habe ich zum ersten Mal alleine angewendet, deswegen sehen meine Haare so neu, frisch und rot aus. Ist eine ganz normale Tönung, also keine Intensivtönung, hält für 15 Haarwäschen. Ich bin gespannt, wie lange sie im Endeffekt wirklich halten wird, weil so oft wasche ich meine Haare jetzt nicht, weil die eigentlich relativ normal sind. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass die Masse sehr, sehr fest und so teermäßig war. Also die war halt sehr fest und ließ sich schwierig verteilen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal allein machen würde, weil ich danach aussah, als hätte mich irgendwer abgeschlachtet. Und ich musste wirklich eine Weile in der Wanne hocken, damit das Wasser klar wird, weil ja hier in der Anweisung steht, man soll so lange spülen, bis das Wasser klar ist. Erst habe ich 15 Minuten mit dem Brausekopf einfach gespült, während ich mit dem Kopf über der Wanne hing. Und es ist nicht besser geworden, das war immer noch extrem rot, und dann habe ich einfach Nackenstarre gekriegt und dachte mir so, setze dich rein und wartest so lange, bis alles raus ist. Und dann habe ich noch mal eine halbe Stunde in der Wanne gesessen, bis das Wasser halbwegs klar war, aber es war trotzdem noch nicht klar. Also das hat mich etwas geärgert, aber ich bin gespannt, wie sich das dann so machen wird. Auch alle geworden ist das allseits beliebte L'Oréal Reinigungsöl, das kennt ihr aus etlichen Videos von mir, ist ein gutes Reinigungsprodukt, ist bei DM aber leider ausgelistet worden. Ihr bekommt es, soweit ich weiß, noch bei Müller-Rossmann und hast du nicht gesehen. War ein wirklich sehr gutes Reinigungsprodukt, war aber recht kostenintensiv, weshalb ich es mir nicht nochmal nachkaufen würde, weil ich einfach finde, dass das Balea Reinigungsöl auch einen sehr, sehr guten Job macht, und das kostet gerade mal 3 Euro. Dann haben wir hier ein bisschen Badegedöns von Lush. Wenn ich mal ins Lush gehe, dann weiß ich nicht, was da in meinem Kopf nicht stimmt, weil der Laden riecht so penetrant, dass mir fast die Augen anschwillen, wenn ich da drin bin. Aber irgendwie kaufe ich mir ab und zu mal irgendeine Badebombe, weil die süß aussehen, weil die extrem duften. Klar, die sind total überteuert, aber ich finde jetzt nicht, dass die Lush-Produkte unbedingt ein Must-Have sind oder total gut oder mit tollen Inhaltsstoffen oder sowas. Also für Duftstoffallergiker ist das eh total die Hölle dort. Und deswegen würde ich mir auch die Sachen nicht nochmal nachkaufen. Das waren eher so eine, oh, die sehen so süß aus, die sehen so toll aus, Käufe. Von daher werde ich es mir nicht nochmal kaufen. Dann haben wir hier diese Himbeer-Shampoo- und Duschkombi von Bübchen. Die würde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen, weil die Tensi-Zusammensetzung ist jetzt nicht unbedingt die mildeste. Aber für, ja, Körperreinigung hat es auf jeden Fall gelangt. Aber wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall kein Nachkaufkandidat, weil es nichts Besonderes ist. Noch ein Duschprodukt, was ich ganz, ganz furchtbar fand, von Dr. Spiller. Das habe ich mal geschenkt bekommen und habe eine Ewigkeit gebraucht, um es leer zu kriegen. Ich glaube, ich habe das vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren mal zu Weihnachten gekriegt. Das riecht so extrem nach alten Vorhängen, irgendwie bei einer alten Omi, die sich permanent mit irgendwelchen Düften vollsprüht, also diese ganz, ganz klischeehaften Düfte. Und genauso riecht das. Also es riecht, als hätte sich der Vorhang in diesen Düft vollgesaugt, und das ist total eklig. Ich würde mir das auch nicht selber nochmal kaufen. Ich habe das ja selten, dass ich sage, ein Duschgel ist sowas von schlimm, aber das ist wirklich sowas von schlimm. Dann haben wir hier das Penaten-Gute-Nacht-Bad. Und das fand ich eigentlich ganz okay, hat mir aber leider zu stark geschäumt. Ich mag das irgendwie nicht, wenn der Schaum, der dabei entsteht, zu kompakt, zu viel einfach ist. Und das war hier bei dem irgendwie der Fall. Von daher ist das für mich auch kein Nachkaufkandidat. Aber
Ja, wer gerne so Schaumbäder mag, die eine recht milde Tensilzusammensetzung haben, der kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann haben wir hier den Urtekram No Perfume Conditioner, also diese Pflegespülung. Und die ist sehr, sehr minimalistisch zusammengesetzt. Hat jetzt aber, muss ich dazu sagen, keine so krasse Pflegewirkung gehabt. Also wer wirklich starke Probleme mit seinen Haaren hat, also wenn die Haare extrem strapaziert sind oder so, der wird hier keine Freude dran haben. Und selbst ich mit meinen recht normalen und gesunden Haaren habe gemerkt, dass es nicht so viel für mein Haar getan hat. Aber ja, aufgrund der Zusammensetzung finde ich es eigentlich recht empfehlenswert. Und weil es eben so leicht ist, habe ich auch gemerkt, dass es vom Haar sofort aufgesogen wird und ich ein bisschen mehr nehmen musste, um überhaupt irgendwie einen leicht pflegenden Effekt zu erzielen. Aber ja, ansonsten auf jeden Fall für Leute, die ein bisschen Probleme auch mit Duftstoffen und sowas haben, ist das auf jeden Fall eines Blickes wert. Und weil das zugehörige Shampoo auch fast leer ist, will ich euch das auch zeigen, damit ich es dann einfach wegschmeißen kann, sobald es leer ist. Das ist jetzt nicht wirklich sehr mild, also die Tensilzusammensetzung ist ganz okay, aber jetzt nicht das mildeste, weil da halt auch ein Sulfat drin ist. Ich habe es ein bisschen gemerkt, weil meine Kopfhaut dann immer ein bisschen juckt. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall ohne Duftstoffe und wer kein Problem mit Sulfaten oder sowas hat, der kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann haben wir hier einen Augen-Make-up-Entferner. Der hat auch ewig und ewig und ewig gelangt und ich bin froh, dass er endlich alle ist, weil ich ihn ganz, ganz furchtbar fand. Also ich musste wirklich mein Wattepad darin ertränken, damit ich mein Augen-Make-up irgendwie runterbekomme und im Endeffekt hat es das Augen-Make-up trotzdem nicht richtig runterbekommen. Also von mir absolut keine Empfehlung und ich werde es auch nicht nachkaufen. Dann haben wir hier einige Badesalze. Ich will jetzt nicht unbedingt auf jedes einzelne eingehen, weil es einfach zu viele sind und ich mir sowieso immer wieder neue nachkaufe. Aber eins, das ich von der Zusammensetzung sehr interessant fand, ist dieses hier. Das hat nämlich einen recht hohen Anteil an Urea, was ich wirklich interessant finde, weil, weiß nicht, ich habe noch nie so ein Badesalz gesehen, was wirklich an erster Stelle Urea hat. Also Harnstoff ist halt sehr feuchtigkeitsspendend und hydratisierend. Und deshalb fand ich das recht interessant und auch recht angenehm. Der Schaum war ganz nett und das würde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen, weil hier sind auch keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, also nur babymilde Parfümierung. Das steht auf jeden Fall schon wieder auf meinem Einkaufszettel. Ja, dann ist natürlich auch eine Handseife leer gegangen und zwar diese hier. Sieht schon ein bisschen keimig aus. Die liegt ja schon eine Weile in dem Beutel. Stattdessen habe ich mir jetzt diese von Sauber hingestellt. Also es gibt so ein Pumpspender, sensitiv, sauber, irgendwas, Schaum, Waschschaum für die Hände. Und der ist ein bisschen besser von der Tensilzusammensetzung, also etwas milder, hat auch keine Duftstoffe und gar nichts. Und deswegen habe ich einfach die jetzt durch den ersetzt. Dann haben wir hier eine Zahnpasta von Sensodyne, ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben jetzt die Pro-Schmelz im Bad stehen, wir wechseln da auch immer ab und zu und deswegen ist mir das eigentlich relativ egal, was für eine Zahnpasta da rumsteht. Wobei manche haben so viel Menthol drin, dass mir die Zähne danach wehtun. Also, dass meine Zähne extrem empfindlich werden. Aber wie gesagt, die sind eigentlich immer ganz gut. Ich bin ja ein bekennender Nagellack-Junkie und lackiere mir sehr, sehr gern die Nägel und oft und ja, in verschiedensten Farben. Und da passiert es halt auch, dass so ein Nagellackentferner mal leer geht, wobei der hier nicht wirklich leer ist, sondern einfach total keimig und voll mit dem ganzen Nagellack. Ich habe mir jetzt den von Essence geholt, in dieser pinken Flasche, auch mit so einem Schwammapplikator und den finde ich sogar besser als den von Ebelin. Erstens stinkt der nicht so und zweitens habe ich das Gefühl, dass der vor allem Glitzerlack viel besser entfernt als der. Also ich denke, ich werde mir auch den von Essence immer wieder nachkaufen. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Haarpflege. Einmal diese Kur, also dieses Color-Farbschutzbalsam von Udo Walz. Das fand ich von der Zusammensetzung am interessantesten, deswegen habe ich das auch mitgenommen und muss sagen, es war sehr angenehm, hat wirklich schön glatte, seidige Haare gemacht, würde ich auch wieder nachkaufen. Ich habe, glaube ich, noch eins auf jeden Fall im Bad. Und dann haben wir diese Farbspülung von Akzent, also
von Rossmann halt. Und die finde ich auch ganz, ganz toll. Die habe ich mir zum ersten Mal gekauft und dachte erstmal so, ja, na, ob das funktioniert, ob das wirklich ein bisschen die Farbe frischer aussehen lässt. Es hat funktioniert. Die Haare sahen danach wirklich ein bisschen intensiver aus, also vom Rotanteil her. Und das hat mir wirklich gut gefallen und das würde ich mir auch definitiv wieder nachkaufen und kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Das Anti-Schuppen-Shampoo hier habe nicht ich leer gemacht, sondern mein Freund. Der kauft das auch immer wieder nach. Ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, weil, ja, falls euer Freund irgendwie Probleme hat, dann könnt ihr ihm das ja auch mal empfehlen. Also er hat schon einige ausprobiert. Also was gar nicht geht, wie ich finde, ist Head and Shoulders, weil da Natriumlauryl-Sulfat drin ist und das, wie wir alle wissen, die Kopfhaut extrem reizt. Hier ist zwar ein Verwandter von dem Natriumlauryl-Sulfat drin, das Natriumlauret-Sulfat, aber es ist auf jeden Fall milder als das Natriumlauryl-Sulfat. Zwar immer noch nicht das mildeste Shampoo, was es gibt, aber ja, mein Liebster ist da nicht so empfindlich und falls eurer das auch nicht ist, dann könnt ihr das ja auch mal ausprobieren. Dieses Nyx-Puder ist zwar noch nicht ganz leer, ich zeige euch das mal. Aber wie ihr seht, ist der, ist ja ein riesengroßer Fleck zu sehen, beziehungsweise ein riesengroßes Loch. So sieht das aus. Also man sieht, dass ich es sehr liebe und sehr geliebt habe. Und ich zeige es euch jetzt, damit ich es dann einfach weghauen kann, sobald es alle ist. Das ist ja, es wird jetzt nicht mehr so lange dauern, weil ich es wirklich täglich benutze und sehr, sehr liebe. Das Tolle daran ist, dass es nicht so mattierend ist wie andere Puder. Also wer sehr ölige Haut hat, wird damit leider keinen Spaß haben. Aber alle anderen, die dieses extrem matte nicht so mögen, die für die ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Es ist ja sogar eine Puder-Foundation. Aber für mich als Foundation funktioniert es nicht unbedingt, weil es einfach zu, wie sagt man, zu puderig aussieht, aber als Puder ist das einfach perfekt und ich habe auch schon mein zweites Töpfchen gekauft und ja, wie gesagt, ist einfach ein All-Time-Favorite und deswegen kaufe ich das auch immer wieder nach. Ja, dann haben wir hier Zahnseide, ganz normal. Das ist die ungewachste, die mag ich lieber, weil ich einfach das Gefühl habe, dass dadurch der Dreck besser aus den Zähnen rausgeht und sie mein Zahnfleisch nicht so verletzt. Ja, mag ich, kaufe ich immer wieder nach. Zahnseide ist gut. Nicht vergessen, Zahnseide zu benutzen, ne? Das ist extrem wichtig. Von daher meine liebste Zahnseide. Und eine Sheet Mask, Entschuldigung, war natürlich auch am Start. Sheet Mask. Ja, und zwar diese hier, die ist aus dem TK Maxx. Die hat mir mal meine Schwester mitgebracht. Ich habe noch 5 Stück davon. So sieht die aus. Recht unspektakulär. Ist leider nicht sonderlich mild formuliert. Ich glaube, hier ist, lasst mich mal kurz gucken. Papain? Papaya-Extrakt drin oder so? Und noch irgendwas anderes Komisches. Na, ist egal. Jedenfalls ist das für mich kein Alltagsprodukt. Und wenn es alle ist, würde ich es mir auch nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier eine Kontaktlinsenaufbewahrungsflüssigkeit für die Reise. Also in dieser kleinen Mini-Größe finde ich extrem praktisch und eigentlich haben wir immer eine Flasche davon zu Hause, weil wir auch ab und zu mal vergessen, neue Kontaktlinsenflüssigkeit zu kaufen und dann haben wir keine und dann fällt uns wieder ein, oh, da hinten in der Ecke steht ja noch so eine kleine Reisegröße und die ist Gott sei Dank meistens voll oder halb leer. Von daher für Reisen finde ich die wirklich praktisch. Kommen wir nun zu Büchern, die ich durchgelesen habe und zwar handelt es sich um diese zwei hier. Ich muss sagen, dass ich beide sehr gut fand. Das ist extrem spannend. Und ich finde auch den Schreibstil recht interessant, dass man so in die Art Tagebücher von zwei verschiedenen Menschen blickt und sie irgendwie versucht zu verstehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Mitte des Buches, ich weiß nicht, wann das war genau, aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber es geht halt darum, dass an einem Hochzeitstag die Frau von dem Mann verschwindet und irgendwie sind überall Blutspuren und es sieht aus wie ein Kampf, als wäre ein Kampf gewesen in dem Haus. Und natürlich ist der Ehemann der Hauptverdächtige, weil das irgendwie anscheinend immer so der Fall ist. Und am Anfang dachte ich mir so, nee, da war es auf jeden Fall nicht. Also
Aber irgendwie gibt einem dieses Buch das Gefühl, dann irgendwann gegen Mitte oder Ende, also wenn sich das so im Laufe der Ermittlungen alles irgendwie erklärt, dass er es vielleicht doch war. Also es gab mal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, dass das wirklich war. Aber ja, falls ihr das Buch noch lesen wollt, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall spannend und gut geschrieben. Und ja, aber was mir absolut nicht gefallen hat, ist das Ende. Das war irgendwie so, also wenn man so eine Art Gerechtigkeitssinn hat, beziehungsweise einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, dann macht einen dieses Buch wahnsinnig, beziehungsweise das Ende. Also lest es mal durch, falls euch das interessiert. So, dann dieses zweite Buch fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe das innerhalb eines Tages durchgelesen, weil es einfach so spannend und interessant geschrieben war und man einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Außerdem ist es jetzt nicht sonderlich dick, wie ihr seht, und die Seiten sind relativ dick und die Schrift ist relativ groß. Also ja, ein Tag, und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerne sowas lest. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe mir auch schon den zweiten Teil geholt und ich habe gehört, dass diese Bücher verfilmt werden sollen mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Da freue ich mich natürlich extrem drauf. Von daher, aber jetzt zu dem Buch, es ist natürlich sehr spannend und interessant. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und die hier habe ich mir angeschaut, also bewusst angeschaut, sodass ich euch das auch mal ein bisschen näher erklären kann. Hier sind drei Filme drin, also eigentlich alle Teile der Batman-Reihe. Und dieser Film hier, zu dem ich jetzt erstmal was sagen werde, weil ich ihn einfach furchtbar fand. Das Buch hat mich ja wirklich sehr begeistert und es war sehr gut und sehr spannend. Aber der Film war so, weiß nicht, muss mir den nicht noch mal angucken. Ich fand Ben Affleck jetzt auch nicht so toll. Klar, der Typ, der auch in dem Buch vorkommt, also der Hauptdarsteller, der Ehemann, ist sehr in sich gekehrt, zeigt kaum Mitgefühl dafür, dass seine Frau irgendwie verschwunden ist. Also ist er so ein introvertierter Typ, auch von seinem Erscheinungsbild. Aber Ben Affleck spielt den auch so weiß ich nicht. Ja, er spielt ihn ein bisschen so, aber man fühlt dieses, was man in dem Buch hat, fühlt man irgendwie nicht. Er bringt das nicht so rüber. Und ein paar Sachen wurden natürlich geändert. Man hat nicht alles gesehen, wie es in dem Buch dargestellt wurde. Dann gab es da so eine Szene, weiß jetzt nicht, ich spoiler das jetzt mal, wo die Frau gegen den Typen kämpft, beziehungsweise ihn umbringt. Und zwar aber auf eine Art und Weise, wie es in dem Buch halt nicht dargestellt wurde. Und das fand ich schon extrem brutal, wie es in dem Film war. Und weiß ich nicht, es war sehr eigenartig. Also der Film ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gut findet. Schreibt mir das in die Kommentare, ob er euch vielleicht besser gefallen hat. Aber hätte ich den Film jetzt zuerst gesehen, hätte ich wahrscheinlich das Buch nicht unbedingt gelesen, weil mir der Film nicht wirklich gefallen hat. Was mir gefallen hat, ist natürlich diese Box mit allen Batman-Teilen, also die, wo Christian Bale mitspielt. Und ich hatte mit meinem Verlobten so eine Art Marathon gemacht. Also wir haben sozusagen, also eigentlich fast kein Marathon, weil wir haben jeden Tag einen Teil geschaut. Und wie immer ist der zweite Teil mein absoluter Favorit, also wo Heath Ledger den Joker spielt und er macht das einfach so grandios und mit so einer Leidenschaft, da weiß ich nicht, da kann man einfach nicht anders als ihn zu lieben und ich betrauere das immer noch, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich finde, der dritte Teil ist einer der nicht so guten Teile, weil mir erstens finde ich Catwoman nicht so gut. Also es liegt vielleicht doch einfach daran, dass ich Anne Hathaway nicht so unbedingt mag. Und Bane hat einfach diese Entenstimme, da kann man den doch gar nicht ernst nehmen. Also wenn er so mit Batman immer spricht, ja, ich werde dich töten, dann kann ich das einfach nicht ernst nehmen. Also eigentlich ist das für mich eher so eine Witzfigur, muss ich sagen. Aber vielleicht muss man sich den Film auch mit Originalton anschauen. Wie gesagt, meine absolut liebsten Batman-Teile und Christian Bale ist für mich einfach der Batman. Der Batman schlechthin. Und ich habe ja auch die ganz alten Teile geschaut, wo Jim Carrey auch den Riddler spielt. Also darüber braucht man nicht sprechen. Das war ja wohl. Aber Christian Bale ist für mich der Batman und Heath Ledger ist ein ganz wundervoller Joker. Deshalb ganz große Liebe. Das
das war's, ihr Lieben. Das waren meine aufgebrauchten, durchgelesenen und angeschauten Dinge. Ich hoffe, das war inspirierend für euch und vielleicht auch irgendwie hilfreich. Falls ihr irgendwelche Buchtipps für mich habt oder Filmtipps, Filme, die ich mir unbedingt mal anschauen sollte, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich irgendwelche Empfehlungen von euch bekomme. Und ich wünsche euch natürlich noch einen wundervollen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!